ich hatte schon Klimaprobe auch. Und ich liebe sie. Das ist, glaube ich, echt wirklich ein Traum, jeder Frau solche Kostüme anzuhaben. Es ist alles dabei, ein glitzerbesticktes Cheerleader-Outfit, ein rosanes Glitzerkleid, ein ganz edles Etui-Kleid, blaue, strenge Kostüme, also es ist wirklich alles dabei. Und ein ganz besonderes ist Playboy-Bunny-Kostüm. Was wirst du tragen? Nichts! Ich glaube nicht sehr viel. Nein, also nachdem ich ja im Gefängnis bin, habe ich einen orangen Gefängnis-Overall an. Ow! Look how good you're getting! I'm Ben, right now you sweating! Insgesamt um die 600 Kostüme, geschätzt. Es werden natürlich auch Hundekostüme gefertigt. Hunde müssen aber erst vermessen werden. Und deshalb ist das nur so ein kleines Fragment erst. Es ist erst im Entstehen und wird dann genau dem Kostüm von Elle angepasst. Es ist wirklich verrückt. Sie ist Friseurin, also sie experimentiert gerne mit ihren Haaren, aber auch mit ihren Klamotten. Das sieht, also ich habe es angezogen und ich würde es persönlich nie tragen, aber sie hat dann zum Beispiel Leopardenprint, rosa, und dann hat sie gelb hier und dann hat sie orange und grün. Es ist alles übereinander, durcheinander. Es ist furchtbar, aber gleichzeitig auch sehr cool. Kennst du das? Es ist so blöd ist, dass es wieder geil ist irgendwie.